Ich bin früher immer zwischen Troisdorf und Darmstadt hin und her gependelt und fand das auf Dauer wirklich sehr, sehr anstrengend. Ich habe das jahrelang gemacht und seitdem ich jetzt hier mich in Troisdorf niedergelassen habe, ist es wesentlich stressfreier. Ich habe mehr freie Zeit zur Verfügung und natürlich auch erhebliches an Kosten eingespart, weil ca. 200 Euro im Monat habe ich für Benzinkosten einfach verbraucht und dieses Geld steht mir jetzt einfach für schönere Dinge zur Verfügung. Hier lebe ich gerne, mit Herz mittendrin. Es gibt so viel zu sehen, schau mal genauer hin. Hier lebe ich gerne, hier hab ich Zeit. Troisdorf, eine Familienangelegenheit. Hallo und herzlich willkommen in Troisdorf. Wie Sie sehen, befinde ich mich hier vor der Burg Wissem, mitten im Herzen der größten Stadt im Rhein-Sieg-Kreis. Mein Name ist Kerstin Kilman-Kallewegge und ich lebe seit 8 Jahren hier in Troisdorf. Nachdem ich mit befreundeten Kollegen ein Seminar- und Beratungszentrum hier eröffnet habe, entschloss ich mich, am besten gleich hierher zu ziehen. Wo sonst lebt man so schön zwischen Naturschutzgebieten und hat dabei so nette Vororte wie Köln und Bonn? Aber Troisdorf hat noch viel mehr zu bieten als nur eine tolle Lage. Daher entscheiden sich immer mehr Menschen, die hier arbeiten, auch hier zu leben. Und zwar aus gutem Grund. Denn ein Umzug nach Troisdorf lohnt sich. Ganz besonders für Familien. Die Kinderbetreuung spielt hier eine wichtige Rolle. Dass Troisdorf bei den Kindertagesstätten die Nase ganz weit vorn hat, weiß Britta Zumbeck, Leiterin der Kindertagesstätte am Krausacker, wohl am besten. Hier leb ich gerne. Meine Erfahrung sagt mir und auch das Feedback der Eltern ist so, dass Troisdorf wirklich ausreichend Plätze in jeder Altersgruppe bietet, dass jede Kindertagesstätte sehr flexibel mit der Betreuung für jede einzelne Familie umgeht. Das heißt, dass wir auch Mischformen anbieten von Kinderbetreuung, dass Kinder also zum Beispiel nicht sich festlegen müssen oder die Eltern nicht festlegen müssen, dass sie permanente Tageskinder sind. Britta Sönksen leitet die Sternenschule, die auf das weitere Leben vorbereitet. Individuell werden die Kinder hier gefördert. Hier lebe ich gerne. Ich denke, dass wir hier in Troisdorf ein ganz breit gefächertes Spektrum an Schulangeboten haben. Angefangen natürlich von den Grundschulen, von denen ich ja auch selber eine hier habe, aber auch alle weiterführenden Schulen, ob nun jetzt Realschulen, Gymnasien, Hauptschulen, Förderschulen, ein Berufskolleg und die Gesamtschule. Da findet wirklich jeder seine passende Schule. Eine gute Schulausbildung ist wichtiger als je zuvor. Das Gymnasium zum Alten Forst will mehr als nur Standardstoff vermitteln. Oberstudiendirektor Gerhard Fischer liegt das Wohl seiner Schüler am Herzen. Hier lebe ich gerne. Ja, es ist sicherlich so, dass die Qualität der Betreuung auch mit den Mitteln zu tun hat, die man zur Verfügung gestellt bekommt. Da sind Troisdorfer Schulen besser ausgestattet als andere. Aber der Kontakt der Troisdorfer Schulen untereinander über die Schulformen hinweg ermöglicht eben auch, Bildungsbiografien bruchloser zu gestalten, als das vielleicht anderswo der Fall ist. Troisdorf verfügt über ein herausragendes Gesundheitssystem. Aus diesem Grunde kommen viele Frauen von weiter her, um hier ihre Kinder zur Welt zu bringen. Frau Dr. Monika Hohner-Kastenholz ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe hier in Troisdorf. Hier lebe ich gerne. Bei der Geburtshilfe ist es so, es gibt wirklich viele Patienten, die zum Beispiel aus dem Bonner Raum nach Troisdorf kommen zur Entbindung, weil die Geburtshilfe sehr, auf die Frau abgestimmt ist, sehr individuell. Es gibt natürliche Geburtshilfe in Troisdorf. Ich glaube auch, dass die Betreuung individueller ist als in den Großstädten. Also es gibt eben noch den Hausarzt in der alten Form, der auch noch Hausbesuche macht, seine Patienten noch persönlich kennt. Und auch die Fachärzte versuchen in dem Rahmen, der ihnen politisch möglich ist, noch möglichst nah am Menschen zu bleiben. Troisdorf hat auch für Kulturfreunde viel zu bieten. Thor Michael Sönksen ist Maler und hat das Gesicht der Stadt durch seine Kunst mitgeprägt. Hier lebe ich gerne. Das Umland, wie gesagt, hier, das müsste eigentlich die,
die Leute, also gerade künstlerisch angehauchte Menschen, sehr interessieren, weil man, wie gesagt, alle Museen, alle großen Museen direkt in unmittelbarer Nähe hat und sogar ein eigenes Museum in Troisdorf hat. Es ist europaweit einzigartig, die Burg Wissen, das Bilderbuchmuseum, die auch sehr moderne Ausstellungen haben. Es ist eine ganz liebenswerte Stadt. Und wenn ich das empfehlen sollte, eine Stadt, wo könnte man hinziehen, wo man Kultur, wo man Leben pur erleben kann, dann würde ich sagen nach Troisdorf. In Troisdorf gibt es viele Freizeitmöglichkeiten. Auch der Sport wird hier großgeschrieben. Ulrike Steger ist erfolgreiche Leistungssportlerin. Hier lebe ich gerne. Vom Kulturellen kann man seinen Bedarf hier abdecken, vom Einkaufen her und auch vom Sport her, was uns natürlich sehr, sehr wichtig ist. Unser Sohn macht hier sein Ding im Sport und wir sind hier in der Leichtathletikabteilung, wobei man aber auch noch ganz andere Sachen machen kann, wie Volleyball, Basketball und halt ganz viele Dinge. Man muss halt nur mal schauen. Die Vielfalt ist so groß, dass man einfach sagen kann, hey, da ist bestimmt irgendwas für mich dabei. Der Umzug nach Troisdorf lohnt sich. Das hat auch Karin Audrey festgestellt, die zunächst zwischen ihrem ehemaligen Wohnsitz und Troisdorf hin und her gependelt ist. Hier lebe ich gerne. Also ich habe alles in Laufnähe, also vom Optiker, Apotheke, Drogerie. Es ist wirklich alles da, also auch tolle Shoppingmöglichkeiten. Und das ist wirklich etwas, das ich genieße. Troisdorf hat ja wirklich ein ganz tolles Umland. Die Warner Heide ist ja ein Naturschutzgebiet, also gefällt mir total gut. Kann man Fahrrad fahren gehen, joggen und ja, wer will, kann sogar Kanu fahren. Das ist wirklich etwas, was ja, ich auch sehr zu schätzen weiß. Wie Sie gesehen haben, hat Troisdorf jede Menge zu bieten. Genießen Sie Ihr Leben. Verbinden Sie Wohn- und Arbeitsort und gewinnen Sie mehr Lebensqualität. Machen Sie dem Pendeln ein Ende. Troisdorf erwartet Sie. Hier lebe ich gerne mit Herz mittendrin. Es gibt so viel zu